Boah, das stinkt nach Chemie, das kann nichts gescheit sein. Also, diese sogenannten Produkttests, da weiß ich manchmal gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Mal abgesehen davon, in der ersten Stunde in Chemie lernt man, dass man seinen Rüssel nicht über eine Chemikalie hält. Und was soll das Ganze eigentlich über die Qualität des Produktes aussagen? Hier, Hema zum Beispiel, das riecht eigentlich gar nicht chemisch, sondern ja, es ist fast ein bisschen angenehm, so ein bisschen fruchtig wie Bioladen. Und es wird teilweise sogar, weil es eben nicht so chemisch riecht, zur Herstellung von Waschmitteln und auch Luftreiniger verwendet. In der Nagelmodellage war es ja auch sehr, sehr stark im Einsatz, weil es eben nicht so chemisch riecht. Aber über die Jahre hat sich halt herausgestellt, dass doch viele darauf allergisch reagieren. Und nun frage ich mich eigentlich, was wäre, wenn das HEMA auch ein bisschen chemisch riechen würde? Weil man dann, wenn irgendwas chemisch riecht, ja doch anders hantiert. Also dann ist man sorgsamer, achtsamer, dann kleistert man nicht so bedenkenlos durch die Gegend.